Okay Leute, damit heiße ich euch natürlich herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ark Aberration. Ich weiß, die letzte Aufnahme war ein bisschen laggy. Woran es lag, weiß ich nicht genau. Ich habe mal ein paar Einstellungen geändert. Könnte sein, dass es jetzt ein bisschen smoother läuft. Ihr seht schon Leute, wir haben Perz geholt, die Eisenfuhre ist durchgebrattert. Wir haben auch noch ein paar hundert Chitin am Stissel neu. Wir sind auf jeden Fall wieder gut equipped. Das Einzige, was ein bisschen doof war, so, ich wollte erstmal direkt hier die Electronics durch. Jetzt schauen wir mal, dass ich einen Generator einfach über Nacht angelassen habe, Leute. Ich wollte heute mal versuchen, an Rote Games zu kommen, dass wir endlich mal den Gassammler machen können. Das wäre ja geil, ne? Wäre nämlich ein erster Schritt Richtung Drache. Das wäre nämlich in der Töten ein erster Schritt Richtung Dröche. Ich equip mich mal kurz mit Kletterhacks. Dann würde ich sagen, easy peasy go. Einfach Richtung Rowlet. Ich glaube, Leute, es erdbebelt auch gerade. Oh yeah, es erdbebelt sehr. Das könnte natürlich dann dafür sorgen, dass ich durchaus schon ein bisschen früher den ein oder anderen roten Gem geblinkelt sehe. LOL! LOL! Eine lila Krabbe, was? Muss ich mal kurz hier irgendwo... chillig hinsetzen, so. WTF, die ist auch nicht gezähmt. Was? Nichtsdestotrotz brauche ich eine Roll Red. Mal schauen, ob sich hier was findet. Ich habe ein bisschen Schiss in... Da war eine... Scheißdreck. Ja, zwei. Ficker. Warum greift ihr nicht ein Stego an? Ah, top. Bin du mal Hurensohn. Und ich beweg mich jetzt zu meiner Rolls and Bowls and Back. Hat's auch gerade gebuddelt. Sogar rote Gems. Sind es 17? Wenn es über 17 sind, habe ich dann schon genug. Oh ne, nur 7. Macht aber nix. Gosen, 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 Gosen. Boop, boop, boop. Easy outplayed, Leute. Easy outplayed. Eine Seilbahn. Oh, von... Oh, das ist natürlich die sinnvollste Seilbahn. Nächste Rolli. Und ein Lagerfeuer. Das war hier letztes Mal noch nicht. Das heißt, hier ist Player Activity auf jeden Fall. Mars 1211. Ich komme von der Arche Internet. Rote Gems, schnell, bevor sie despawnen, bitte, 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 gib 25, mehr als genug. Und warum steht da eine Eisenbase, eine kleine, Leute? Weiß gar nicht, ob ihr das jetzt gesehen habt, guckt mal da. Richtig krass. Gut, dann würde ich mal sagen, logge ich mich jetzt hier aus. Rank natürlich nicht, ich halte noch kurz Ausschau nach einem Gas-Collector-Spot, weil ich mir ja jetzt einen craften kann. Wobei ich glaube, dass hier direkt tatsächlich keiner sein wird, nicht? Ach, da ist einer. Ist das da auch einer? Also das ist ja auf jeden Fall einer. So, ich fliege mal einfach, skruß mal ein bisschen rum, ein bisschen krumm auch so. Und schau mal, ob der noch frei ist. Der ist aber noch so was von frei. Oder sind das Kristalle? Nee, das sind keine Kristalle, Leute. Ich verderb mir jetzt nicht die Illusion. Jetzt muss es sitzen, Jungs, jetzt muss es sitzen, sonst habe ich verkackt. Roms sitzt geil. Ey, wie ich dieses Paragliding liebe, ne? Zack. Der ein oder andere hat auch gesagt, er fand es cooler, als das Mikro noch oben war. Dazu sage ich nur, ich bin jetzt der unten Mikroshark. Nee, Mann, Prank by the Side. So, ich sammle auf jeden Fall hier. Ich habe ja vorhin die Beta abgeraced, weil die mich hier drin zu sehr abgefuckt haben. Das mache ich irgendwann draußen nochmal neu. Oh, so, auf sage und schreibe 32 rote Gems sind wir gekommen. Jetzt brauche ich nur noch ein bisschen Zement, wenn man so sagen soll. Und dann, zack. Ein Gas-Collector. Wie die überhaupt keinen Plan haben. Den brauchen wir halt natürlich ganz, ganz klar, Leute. Ohne irgendwelche Abweichungen. Ausschließlich für diesen coolen Suit hier. Fuck, brauchen wir viel. Ja, dafür brauchen wir halt Gas. So. Natürlich weiß ich, Leute, dass der Collector-Spot, den ich mir ausgesucht habe, kein optimaler ist, weil der wahrscheinlich easy peasy lemon squeezy von dem einen oder anderen Spasten weggebollert wird. Dann, ich versuch's einfach trotzdem und setze ihn provokant dahin. Provokant, damit der alle inkretiv auf mich werdet. Richtig inkretiv. Ansonsten, läuft der Hase ja wieder, nicht? Jetzt muss natürlich die Landung einigermaßen stimmen. Und rams da rein. Okay, geil. Und zack. Nice. Alter, der Dude wollte sich ja hier einfach direkt am Abzwacker aufbauen, oder was? Geisteskrankes Schwein. Und ich glaube, der Dude hier hat einfach nicht mehr weitergezockt. Du kleiner Billo. Ist ein kleiner Billo. Wie ist der das? Wer ist denn das hier überhaupt? The Void. The Void bedeutet ja übersetzt die Grenze. Aber die natürliche Grenze, alles Gut und alles Bösen. Die Grenze, die Macht hat zu entscheiden, wer explodiert und wer seinen Penis noch behalten darf. In einzig und alleine ich. Also würde ich mal sagen, umbenennen oder bannen. Und ran an den Spaß. Leute, ich bin auch ein bisschen hin und her gerissen, weil manche von euch gesagt haben, sie fanden die alten Folgen auch ziemlich cool oder sogar cooler als die aktuellen. Hätten gerne nochmal so eine Uncut-Folge, war die letzte auch so ein bisschen. Ah, aber nur ein ganz klein bisschen Eisen muss ich auch gleich holen. Ja, und den möchte ich natürlich auch recht machen, aber das Ding ist, sobald ich dann hier eine normale Folge runter rausballer wieder, also eine alte, so wie sie früher waren, steht halt direkt wieder 20 Mal in den Kommentaren, Jacks, schneide die Videos bitte wieder. Es war so cool. Du machst alles kaputt mit deiner Firma. Ja, so ist das aber, so ist das. Mehr fehlt wie Scheiße. Richtiger Dreck, Alter. Wir müssen aktuell echt einfach nur farmen, ne? Okay. Ich nehme mal hier ein bisschen was mit. Zu Testzwecken, ob ich hier schon ein Heiliges Reich auch hinkriege jetzt. 2, 3 mal. 1, 2, 3, 4. 3 mal 4 ist 12 für die, die es nicht wissen. Und ich stelle 9 her. Ja, dann scheißen wir jetzt ein bisschen auf die Turrets, wobei nicht ganz. Muni. Mit dem Polymer holen warte ich auch auf die nächste Perlenfuhre, weil 3 für 4 Turrets
sonst gehe ich nicht extra die blöden Achatin-Typen killen. So, Leute. Ich wollte heute in der Mission noch einmal schauen, wo mein Eisenspot-Farmplatz war, ja? Da war's. Alles klar. Ja, ich weiß, da ist ein Ankylo. Ja, ich weiß, mit dem kann ich farmen. Aber ja, ich weiß auch, mit seinem Knüppel kann er mir ordentlich das Maul versohlen. Deswegen habe ich beschlossen, den zuerst mal in Ruhe zu lassen und mich tatsächlich lieber hier rüber zu gleiten. Zick! So, hier sind auf jeden Fall die geliebten guten alten Flintsteine. Aber hier sind doch halt auch die geliebten guten alten Fickschlangen, ne? Das ist halt so ein bisschen Witzkel der Clou immer hier. Übrigens hat Anna auch in die Kommentare geschrieben, Ark Aberration sei schwul. Habe ich doch was gehört schon. Ach, nur ein Dangobert. Naja, auf jeden Fall würde ich mal zu dem Vorwurf sagen, du bist selber schwul. Und zwar richtig. Ich würde auch mal selber dann zu dir sagen, du hast einen Stock, vielleicht sogar am Arsch. Nee, Spaß, aber werdet mal locker, Leute. PS, kann eure ganzen IPs hacken. Sollte es mir zu viel werden, werde ich euch jagen und vernichten. Also, haltet euch im Zaum. Um mal kurz den Nebelnick zu zitieren. Übrigens, habt ihr das noch nicht bemerkt, mein Dungbeetle ist weg und im Triblock steht einfach auch nicht. Ach, er ist verhungert. Ich hab nichts gesagt. Als ob er so ein Spast war, Leute, als ob. Einmal furzen, zack, her damit, Bombs, letzter Slot, zack, ran an Speck, easy peasy, lemon squeezy, neuer Dangobert. Ich würde sagen, ich bin voll. Ich gucke jetzt mal, ob man mit dem Dungbeetle fliegen kann. Habe ich tatsächlich auch noch gar nicht getestet. Also ich glaube, zumindest grabbeln kann ich mich da nicht mehr. Ja, das ist natürlich dann ärgerlich. Ja, geht. Bedeutet für mich, easy peasy, lemon squeezy. Beziehungsweise bedeutet für mich, den Dungbeetle jetzt erstmal schön mit dem Kopf gegen die Liane hier zu brettern und batz da rein. Oh, ein Erdbobat. Nicht so nice. Und Leute, ich hatte mir auch überlegt, wie cool wäre es denn, wenn wir hier auf die Insel Pflanzenfresser zähmen, die hier auf Wandern rumlaufen lassen, damit die Leute denken, wenn sie hier hinkommen, oh, guck mal, ein bisschen Pflanzenfresser. Und dabei sind die ganze Zeit auf aggressiv und sobald jemand kommt, bam, Junge. Alter, wir können doch einfach mit dem Dangobert hier hoch. Richtig krass. So, Dangobert ist da. Da. So, so, so. So. Oh, das rattert ja wie am Schnürchen wieder. Das hätten wir also auch. Dann würde ich sagen, steht als nächstes an. Ich weiß, Leute, das ist in den letzten 2-3 Folgen ein bisschen mehr zu farmen. Aber wir arbeiten ja auf den Drachen hin und das ist ja wohl mal der Clou. Nee, die Hauptsache. Ich baue auf einmal jeden... Aber, hä? Was ich einfach wieder erzähle, Junge, meine Sprachspastik ist ja nicht mehr witzig. Scheiße ist jetzt, ich sehe nicht... Fuck! Oh, was ein Dreck. Das wollte ich nämlich sagen. Ich sehe leider nicht, wo die Foundation jetzt ansnappt. Ich scroll kurz nach unten, Leute, denn ja, viele denken jetzt vielleicht, Chuckzibet, was brauchst denn du noch? Du bist doch schon der Master of von allen. Ja, ganz klar Stein, Leute. Ganz klar. Und ran da. Sehr gut. Dann baue ich jetzt noch, ich habe ja noch ein paar Wände über, hier vorne schon mal an die Front. Oder? Das blockt dann ja meine Turrets. Nee, das mache ich nicht. Und dann hoffe ich natürlich, dass es euch wie immer gefallen hat. Schauen Sie bei meinen Fortnite-Folgen rein. Sind echt cool. Und tschüss.